Ich fall heute dauernd runter, ja? Nicht wundern. Ah, da ging das auch noch hoch. Okay. Und sogar noch mal einiges höher. Okay. Es wird langsam. Es wird langsam. Das Haar sieht schon richtig cool aus, muss man schon sagen. Ich ihn Eigenlob. Eigenlob ist okay. So. Genauso wie ein Kind sagt, da ist ein Monster im Schrank, Elternteil will das Kind nur ab und wegen das Kind nur ab und sagt, so, pass auf dich auf, Kind. Damit habe ich schon gar nicht mehr angefangen. Ich hatte tatsächlich auch nie ein Monster unterm Bett oder so, ja. Andere Leute haben halt so ein Monster unterm Bett. Bei mir war es kein Monster. Bei mir waren es Menschen. Macht auch schon viel aus. Bei mir waren es Menschen. Ich habe mich immer vor Menschen gefürchtet. Was in der Grundschule auch nicht geholfen hat, als damals eine Klassenkameradin dann einfach von Kindermördern erzählt hat. Das war auch schön. Muss man lieben, so eine Horrorgeschichten. Jeder hat irgendwo seine Erfahrung machen müssen in jeglicher Form. Meine war zum Beispiel die erste unbekannte fremde Frau, die ich kennengelernt habe, als ich einer Nachbarin damals was zurückgebracht habe und die nackt hinter der Tür stand und der Spiegel mir alles zeigte. Mein Papa wusste, dass sie gerne nackt durch die Wohnung rannte. Ja gut, aber das ist ja irgendwo noch, weißt du, okay, du wurdest halt einmal geblitzt. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jahrelang eigentlich psychisch misshandelt wurde. Der Vater hätte ruhig mal sagen können, ach, pass auf, ja, ab und zu sind nackt oder so. Aber gut, ich glaube, der weiß ich nicht, ob er da vielleicht nicht dran gedacht hat oder ob es damals egal war. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne deinen Vater nicht. Brushing my hair, coffee and back to the office for me. Enjoy your stream, everyone. Alright, Mr. Butter, thank you for being here. And I wish you a good rest of the day. Thank you that you have been here again. Ja, also wie gesagt, bei mir ging es ja halt wirklich mein Leben lang so. Meine Mutter hat sich auch nie großartig um mich gekümmert oder um uns gekümmert. Mein Bruder wurde da eigentlich teilweise genauso vernachlässigt. Also auch vor allem emotional. Die war halt unreif. Eigentlich hätte die niemals Mutter werden sollen. Bin ich der Meinung im Nachhinein. Wenn man selber schon den Gedanken hat, eigentlich hätte man abgetrieben werden sollen, ist schon irgendwas nicht in Ordnung. Oder nicht unbedingt abgetrieben, aber zumindest... ja, dass man irgendwie den Gedanken hat, eigentlich hätte man sich den ganzen Stress sparen können. Wie groß muss das eigentlich? Ist das groß genug? Sieht gut aus, ne? Dann nur das Dach drauf. Ist das da richtig? Ja, ich denke schon. Und dann machen wir da nochmal so einen Fünfer rein. Alles klar. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut klappt hier. Dafür, dass ich eben schon ewig nicht mehr hier drinne war und hier mich gerade eigentlich komplett neu orientieren muss, sieht das doch eigentlich ganz gut aus. So. Entschuldigung, ich wollte jetzt auch kein Jammerfest draus machen, das ist einfach nur so, übrigens, das bin ich. Ich habe ein bisschen Ballast, bitte ignoriert das. Und aus irgendeinem Grund, wie gesagt, ist das bei mir gerade so ganz stark wieder aufgekeimt in den letzten Tagen. Und Wochen. Und ich weiß nicht warum. Aber von daher. Danke, dass ihr das mit mir teilt. Auch so mit euren eigenen. Ne, dass ihr da eben selber auch schon solche Erfahrungen machen musstet. Schön ist es nicht. Aber es ist ja cool, wenn man dann halt mal so offen drüber reden kann. Hallo? Ja. Und dann muss da drüben noch einer hin. Deswegen nicht wundern, wenn ich mich halt öfters mal sehr oft halt entschuldige, weil wie gesagt, es kommt halt teilweise auch daher. Das sind meine Altlasten. Die gehören zum Paket dazu. Ach, du genau Therapiestunden sein, da bist du nicht die einzige Stimme. Ich bin tiptop. Ah, danke. Ja, das stimmt. Machen auch ziemlich viele. Ne? Also, wenn man bedenkt, ich meine, viele benutzen das ja auch als ja, Eigentherapie, um
vielleicht auch Schüchternheit loszuwerden oder um eben die eigenen Unsicherheiten auch zu, ja, mit den eigenen Unsicherheiten, dass man dann da eben vielleicht auch lernt, damit umzugehen oder auch eben zu lernen, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie man sich das immer vorstellt, ne? Ich meine, wenn man dann erstmal so aufgewachsen ist, dass man, ja, also ich denke, also ich habe auch extrem, ich nehme mal an, ziemliche Anxiety auch. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das mit meinem Magen-Darm von da kommt, dass das vielleicht doch psychisch ist, aber das müsste ich dann halt echt mal komplett alles überprüfen lassen. Und dann wiederum, das mit dem Magen-Darm ist halt auch, eigentlich ist das auch erblich. Weil meine Mutter hat den Scheiß, mein Großvater hat den Scheiß, meine Urgroßmutter hatte das. Also ich gehöre eindeutig genetisch zu diesem Haufen. Auch wenn ich es nicht will. Raus muss rausgehen und hilft mir am besten mit Leuten, die Ähnliches durchgemacht haben. Damit geht's gleich da. Ja. Willkommen zu unserer Therapiestunde. Wer möchte sich denn mal vorstellen? Ich meine, es kommt immer drauf an. Also ja, drüber reden ist klar, ne? Von wegen. Vor allem, wenn man halt rausfinden muss, wo eigentlich jetzt bestimmte psychische Macken herkommen. Ich glaube, da ist dann Redetherapie immer ganz hilfreich, aber um halt wirklich das abzuschließen, ich glaube, dafür braucht es dann doch was anderes. Aber da bin ich kein Therapeut und da habe ich auch absolut keine Ahnung von und entsprechend halte ich mich da, was sowas angeht, echt zurück. Das muss nicht sein, dass man sich dann da oder dass man anderen dann... Der ist verdient. Ich bin schon wieder runtergefallen. Kann vielen helfen, sowohl dem Streamer als auch dem Zuschauer. Und dann helfen tue ich gerne. Dass der Körper Signale abgibt. Aber dann muss das wirklich schon generationsübergreifendes Trauma sein über viele Generationen, wenn selbst meine Urgroßmutter das schon hatte. Wenn das tatsächlich psychosomatisch sein sollte. Wie war denn dein Urlaub? Lag es doch nicht an den Short oder du es wieder spielst? Ich weiß es nicht. Also, so richtig Bock hatte ich heute Morgen nicht auf Enshrouded. Jetzt weiß ich aber auch immer noch nicht, ob es einfach nur daran lag. Also, ja, ich würde gerne was anderes spielen als Enshrouded. Aber ich habe jetzt für diese Woche erstmal Enshrouded angesetzt. Ich wollte jetzt einfach auch hier noch ein paar Bauprojekte fertig machen, einfach auch aus dem Grund. So 100 pro Böcke sind gerade nicht unbedingt da, aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Ja, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, welches Spiel ich zwischenschieben will. Um halt, ja, sozusagen, dass man dann eben ein anderes Spiel macht. Da weiß ich gerade nicht so genau, was wir dann eben als nächstes spielen. Praktisch als Zwischenwurf zu Seven Days to Die, was ich ja ursprünglich eigentlich vorhatte. Deswegen, also da bin ich noch am Überlegen. Ist das jetzt richtig? So was überlege ich auch. Ja, das ist jetzt richtig. Gut. Also so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich will wenigstens das Rathaus fertig kriegen. Wenigstens das. Dass man hier noch so ein bisschen was baut. Keine Böcke auf Blöcke. Ja, so ein bisschen. Und ansonsten Urlaub war... Das war der unproduktivste Urlaub, den ich je hatte. Das Wetter macht einen so fertig, ja, durch diese blöde... Es ist so feucht warm. Man hat überhaupt keine Energie für irgendwas und ich habe mir so viel vorgenommen, ich habe nichts geschafft. Ich nehme es mir selber auch nicht übel, aber ich finde es auch irgendwie blöd. Dann hatte ich zwischendurch gesundheitliche Probleme, dann hatte ich Schlafprobleme, ich hatte eigentlich nur Probleme. Und ich glaube, deswegen bin ich auch aktuell so nörgelig, was meine Vergangenheit angeht. Ich glaube, das ist einfach nur gerade so, alles ist kacke. Und dann will man sich auskotzen und man weiß nicht so recht, worüber. Und das geht immer. Ja? Irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, nur etwa. Das sollte auch mal was Harmloses sein. Ich könnte dir nun Dinge schreiben, die bei mir kaputt waren. Mutter nur arbeiten, keine Zeit für mich. Vater Alkoholiker hat mich... Ach, scheiße, ja. Aufgewachsen bist du zuerst bei deiner Patentante. Ah, das ist auch kacke. Ich meine, wir wurden nicht so oft verprügelt. Das war nur eine Zeit lang irgendwie so vor... Ich glaube, vor
meiner Schulzeit war es eine Zeit lang so, dass wenn ich halt nicht pennen konnte und man hat dann eben als Kind gespielt, weil was willst du machen? Und als Kind spielt man laut. Ja, war halt auch nicht erwünscht. Und dann kam Vater dann halt rein mit dem Lederlatsch. Das war dann halt auch wirklich nur eine Zeit lang. Das hat er nicht lange gemacht. Weil ich, oder es lag halt einfach nur daran, dass ich dann angefangen habe zu spielen, auf diese andere Art, was andere vielleicht auch machen, wenn man sich dann im eigenen Kopf dann Gedanken, Quatsch, eher so Geschichten ausspinnt. Das war dann so mein Coping-Mechanismus. Also die Art, wie ich damit umgehe. Ich weiß jetzt wieder, was Mr. Barlow vorhin meinte, von wegen, ich war am Berg einreißen, um hier ein Dach hinzubauen. Ich erinnere mich. Pfui, Deibel. Also wirklich, wer setzt denn hier auf den Berg hin, ne? Genau da, wo das Rathaus hin soll. Nee. Also ich weiß, dass meine Großmutter Alkoholikerin war. Also mein Vater hatte auch nicht die beste Kindheit. Von daher, ich verstehe das ja irgendwo auch, weißt du, wenn dann halt die eigenen Eltern auch so ihren Ballast haben. Aber ich denke auch mir so von wegen, hätte man das nicht besser machen können? Also meine Mutter wahrscheinlich nicht. Ich glaube, meine Mutter ist auch in vielerlei Hinsicht nur, hat ihren Frust an mir ausgelassen. Sie hat ja damals gesagt, als ich 18 war, ich war ein Unfall. Hat sie mir wirklich so eines Abends einfach mal ganz nonchalant erzählt, dass ich ein Unfall war. Gab auch so einiges, was sie mir so erzählt hat. Sie wollte immer einen Sohn, den sie dann Martin nennen kann. So ist mein Bruder entstanden. Ich war ein Unfall, weil ja, damals hat man halt Verhütungen, die haben es nicht so genau genommen. Das war dann so nach Temperaturmethode. Leute, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wirklich, wenn ihr verhütet, nehmt nicht die Temperaturmethode, die ist sau unsicher. Ja, mach das nicht. Dann doch lieber die Pille, dann doch lieber Kondome. Ist vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm oder ist halt blöd mit den Hormonen, aber ganz ehrlich, dann seid ihr wenigstens auf der sicheren Seite. Und es war so kurz nachdem ich mir die Frage gestellt habe, was ist hier eigentlich in meinem Verwandtenkreis nicht in Ordnung? Ich fand es interessant, wie gut das Timing war von meiner Mutter. Weil wirklich, ich hatte mir so die Frage gestellt, was läuft hier eigentlich schief? Und dann kam von ihr halt, ja, du warst ein Unfall. Und völlig ungefragt, ja? Ich habe nicht mal nachgefragt, warum die Situation so war, wie sie war, weil mit meinen Verwandten konnte ich halt nie reden, aber es war spannend, das Timing. War cool. Interessant. So. Habe ich quasi selber therapiert, mir geht es jetzt viel besser als zuvor. Baustellen habe ich noch, aber die baue ich nach und nach ab. Und was mir geblieben sind, ist meine Schlafstörung. Ja, deswegen habe ich es halt auch gemacht. Nachdem ich hierher gezogen bin, ich habe mir wirklich so viele Selbsthilfesachen. Psychologie heute, die Zeitschrift damals, die hat ja überhaupt den Stein erst ins Rollen gebracht. Genauso wie mein alter Freundeskreis. Ey, wirklich, bis ich rausgefunden habe, was eigentlich das Problem ist. Ich habe nur falsche Freunde gehabt, die mich ausgenutzt haben. Ich habe mich immer gefragt, woran es liegt. Es hat so viel Sinn ergeben. Oh Gott. Kommt mir bekannt vor, keine Lust, irgendwas wegen dem Wetter. Obwohl ich eigentlich so viel mit mir vornehme. Ja, also dieses Wetter ist richtig schlimm. Jahr ist richtig schlimm, dieser Sommer. Also an sich, ich finde es toll, dass es halt mal ein bisschen mehr regnet, aber dieses Schwülwarm ist einfach nur. Bleh. Aber gestern war ein schöner Regenbogen. Der hat mich gefreut. Im Urlaub gibt es bei mir nur ein Motto. Was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf morgen. Ja, an sich hast du da auch nicht ganz Unrecht. Es soll ja auch zum Ausruhen sein, aber wenn man dann wirklich nur auf dem Sofa rumgammelt und nichts hinkriegt, außer Staub ansetzen, ist das auch irgendwie Kacke. Also ich persönlich, da kommt dann doch wieder so dieses innere, der innere, nee, du musst aber, du darfst ja nicht faul sein. Ah. Danke, Mutti. Aber ich denke, der Prozentsatz ist ziemlich hoch bei Unfällen. Bei Unfällen? Mit dem, ja, der Prozentsatz. Ja, definitiv, dass viele halt Unfälle. Ich meine, man kann ja seine Unfälle auch lieben. Was hindert einen daran? Oh. Weißt du? Man muss ja den Unfall daran nicht bestrafen dafür, dass man selber keine Verantwortung übernehmen will. Weißt du? Das finde ich dann auch ein bisschen kacke. Ich meine Mutter musste dann halt ihre Tischlerkarriere aufgeben. Also sie hat damals eine Ausbildung gemacht. Sie war 18. Und
ja, weiß ich nicht, das fühlte sich dann halt immer so an, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Und ich habe mich jahrelang gefragt, woran es liegt. Es fühlte sich halt immer irgendwie an, als würde ich für irgendwas bestraft. Und ja, als sie dann meinte, ich war ein Unfall, und ich habe dann halt wirklich die ganzen anderen Geschichten vorher, und dann habe ich das alles mal zusammengereimt und meine Fresse, ja, es ergibt Sinn, ne? Ich war halt ungeplant und sie musste wegen mir dann halt Zipse werden, also Sekretärin werden, weil ihre erste Ausbildung musste sie ja abbrechen wegen mir. Und dreimal dürft ihr raten, welchen Beruf sie mir vorschreiben wollte, als ich danach nach einem Job gesucht habe, also nach einer Ausbildung. Sie wollte, dass ich Tipse werde, so wie sie. Langzeitarbeitslos oder Ewigkeiten Hartz-IV-Empfänger. Ja, besten Dank auch. Also, beziehungsweise ein Euro-Jobber. Und ich habe das halt als Vorbild gehabt und dachte mir so, nee, das geht nicht. Ich habe echt mit meiner Mutter diskutieren müssen darüber, was ich eigentlich zu werden habe. Weil ich wollte halt was anderes machen. Ich wollte nicht Sekretär werden. Ich meine, wer es machen möchte, weiß, das ist ja auch ein edler Beruf und alles, aber es ist halt nicht meins. Absolut nicht. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wurden die auch in Massen ausgebildet. Und wenn du weißt, die werden in Massen ausgebildet, aber es gibt nicht so viele Jobs, ne? Dann weißt du halt, wo du landest. Und ich bin damals halt nun wirklich gar nicht weiblich rumgelaufen. Immer in übergroßen Klamotten. Kurze Haare, komplett unglücklich, sah aus wie frisch aus der Kleidertonne. Weil ich auch keine neuen Klamotten hatte. Man hat mir auch lange Zeit auch meine eigenen Klamotten gekauft und ich selber hatte nie die Kraft, selber einkaufen zu gehen. Ich hatte auch überhaupt keinen Stil damals so richtig. Keinen eigenen. Und ich habe dann wirklich bis aufs Blut mit ihr praktisch da rumdiskutiert. Bis ich dann irgendwann meinte, weißt du, ich werde jetzt erstmal ITler, wo sie dann auch so meinte, ach, IT schaffst du sowieso nicht. Ja, und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ey, weißt du, ich probiere es jetzt ein Jahr lang als ITler. Wenn ich es dann in einem Jahr nicht geschafft habe, kann ich immer noch Tipse werden. Lass mich in Frieden. Die ist mir so auf den Sack gegangen, ey. Ja. Mein Vater wollte mich durch Prügel erziehen, das hat meine Mutter nicht zugelassen. Als er es wieder versucht, da war ich zu alt und meinte zu ihm, versuch's doch, du siehst dann schon, was passiert. Hm. Ja. Also ich steck dir mal den Finger und so. Okay, du bist eiskalt, kann nichts passieren. Eltern können echt eine Menge kaputt machen. Können Gutes tun, wenn sie es denn richtig machen, aber sie können auch eine Menge kaputt machen. Ich bin im Nachhinein echt froh, dass ich mich dafür entschieden habe, den Kontakt abzubrechen. Bei denen geht es mir so viel besser. Hab auch sehr viel Mut dazu gewonnen. Das muss man echt mal, muss ich echt mal sagen. Da bin ich auch sehr stolz auf mich selber. Dass ich da mittlerweile eben auch mit euch halt reden kann. Weißt du? Das war ja auch lange Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Mit Fremden reden, oh Gott. Da sterbe ich ja vor Peinlichkeit, weißt du? Ah, das waren Zeiten. Kannst du dir mal erzählen? Ist schon wieder soweit? Oh, es ist schon wieder soweit. Ich drück die mal ganz fest. Manche Mütter. Ja, ist so. Man darf auch mal faul sein. Man sollte viel mehr auf seinen Körper hören. Wenn er heute sagt, nee, ich will, kann heute nicht, dann sollte man sich nicht zwingen. Bei Dingen, die man ruhig auf morgen verschieben kann. Das ist absolut, absolut an ihre Sasse. Absolut recht. Da hast du absolut recht. Und natürlich, man soll auf jeden Fall auf seine eigene Gesundheit achten. Es ist halt dann nur irgendwie, ich fand es halt in dem Fall einfach nur nervig, weil es halt so lange angehalten hat und ich mich gefragt habe, warum, weißt du? Das ist so nicht einfach nur so verpflichtend, ja, dass man sich verpflichtet fühlt, sondern halt vor allen Dingen irgendwie so, oh Gott, ist das jetzt nur eine Phase oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Weißt du? Oder lande ich jetzt doch in der Depression und muss jetzt ganz dringend mal mir irgendwo psychologische Hilfe holen? Das ist dann auch immer so ein bisschen meine Sorge. Dabei halte ich mich selber eigentlich gar nicht für depressiv. Tatsächlich. Ich glaube, da geht es mir noch gut genug. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange, lange so bleibt. Sehr, sehr lange, lange, lange. Warum baue ich ja eigentlich im Dunkeln? Ich sehe überhaupt nichts. Und eigentlich müsste ich langsam mal kurz ein Päuschen machen wegen der Katzen. Die wollen ja auch was essen. Interessant wird es wahrscheinlich irgendwann, wenn die mal diesen Stream hier irgendwann finden und hören, was sie eigentlich alles angestellt haben.
Weil tatsächlich, ich habe mich mit denen nie auseinandergesetzt. Also ich habe nie mit denen geredet, weil zuhören ist halt nicht deren Stärke. War es nie. Wird es auch nie sein, glaube ich. Und wenn, dann heißen sie immer nach, das war doch alles nicht so schlimm. Was willst du eigentlich? Kennt man sich ja auch. Deppe. Deppe. Okay. Ich setze hier noch ganz kurz die Ecke. Es wird Licht. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Aber wer ist dieser luminöse Gott überhaupt? Ne? Ne? Gut. Ne? Komm schon. Das wird schon. Das wird schon. Okay. Wir sind... Was? Eine gute Kindheit, so ist es nicht. Bei mir ging der Spaß erst mit der Schule los und Ausbildung und dann letzten 20 Jahren, wo das Chaos anfing. Ist auch irgendwie scheiße. Naja, bei mir war, wie gesagt, war es halt von Anfang an. Ich meine, ist nicht so, dass ich keine glückliche, komplett unglückliche, ist nicht so, dass ich eine komplett unglückliche Kindheit hatte. Aber meine, das Glück, was ich in meiner Kindheit hatte, fand immer außerhalb statt. Also sprich, ich habe dann, als ich dann irgendwann in der Grundschule war, ich habe dann halt da meine erste beste Freundin kennengelernt. Die war dann 2 Jahre jünger als ich, weil ich in meiner Grundschulklasse für mich gefühlt ein kompletter Außenseiter war. Ich habe mich mit den Leuten so gar nicht richtig anfreunden können. Ein, zwei Leute, die mochte ich zwar so halbwegs, aber ich war immer irgendwie so ein bisschen außen vor. Und meine erste beste Freundin war 2 Jahre unter mir. Und keine Ahnung, ich war keine gute Freundin. Auch ich habe echt viel Scheiße gebaut. Ja. Auch ich habe mich manchen Menschen gegenüber echt scheiße verhalten. Muss man echt mal sagen. Brust ablassen und so, ne? War nicht schön. Man lernt aber zum Glück auch dazu. Ich frage mich allerdings, wie es besagten Mädel von damals eigentlich heute geht. Ob ich einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe oder ob sie darüber hinweggekommen ist. Ich hoffe, sie ist darüber hinweggekommen. Weil, wie gesagt, ich war eine beschissene Freundin. Also nicht zu meiner ersten Besten, sondern zu jemand anderem, die in unserem Freundeskreis später war. Die habe ich so oft heulend nach Hause geschickt, ey. Ich war ein Biest. Ich war echt ein Biest. So, ich wollte aber trotzdem jetzt die Katzen füttern. Entschuldigung. Ich quatsch mich hier im Kopf und Kragen. Ich kann ja später nochmal erzählen, wie es dann mit der Schule dann halt weiterging. Ja, definitiv. Also, meine Lektion habe ich definitiv gelernt. So, aber jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz die Katzen füttern. Bin gleich wieder da. Vielleicht kriegen wir es heute noch rum, dass heute noch positivere Sachen kommen. Mal gucken.